lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost Mission. Egal, Dimension. So, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, hier natürlich bei Wolf. Gabriela, wir haben uns das Video angeguckt und das Yannick weitergeschickt. Was war noch so? Nora, sie ist neu bei uns in der Gegend, also wir sollen sie betreuen hier. Ne? Sie ist Studentin aus Norwegen, ein leckeres, geiles, hätte ich beinahe gesagt, Früchtchen. Und die sollen wir betreuen. Die fragt doch direkt, ob wir Single sind und so ein Kram. Ich meine, klar, wir sind ja nun mal Single, aber allerdings haben wir uns ja vor kurzem erst getrennt. Und ob es da so gut ist, jetzt sich in was Neues reinzuschütten. Aber andersrum ist es eben halt so. Wir wissen aber nicht, ob die Trennung in Ordnung ist. Wir werden es rausfinden. So, auf jeden Fall sind wir des Todes, denn wir haben uns das Video angeschaut. Yannick hat sich das Video angeschaut und mal gucken, wen wir das noch unterjubeln können. Beim letzten Mal haben wir ihn ja so dazu gebracht, dass er das Video haben möchte. Und dann nachher hat er gesagt, ja, ich habe ja auch drum gebeten. Ne? Ja, gut, und jetzt haben wir es ja. So, Wolf haben wir. Ach, er hat sich ja damit auseinandergesetzt. Genau, er hat sich ja das, was wir mit Hans, den Chatbot, hätte ich mal gesagt, diesen Hackbot, genau. Der hat ja nun versucht, die ID oder sonst von dem Video... Entschuldigung, von dem Video rauszufinden. So. Sorry für die späte Antwort. War noch mit einem Firmenfuzzi beschäftigt. Sag bitte, dass du etwas rausgefunden hast, Wolf. Wolf, bitte. Das hier ist wichtiger. Ne, nun, er hat auch einen Job, ne? Jetzt erzähl schon. Na komm, machen wir mal so. Aber er hätte das jetzt, glaube ich, nicht so spannend gemacht, glaube ich. Wenn da jetzt was extrem Krasses da wäre oder so. Dann hätte er schon irgendwie... ja. Nicht direkt, aber hör zu. Es war ganz sonderbar. Uns eigentlich normalerweise früher angeschrieben, aber jetzt scheint es ja doch irgendwas Sonderbares zu geben. Beim Versuch des Quellencodes auszulesen, hat das Video mein ganzes System lahmgelegt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und das heißt jetzt genau für uns was? Ein Video. Okay, dauert ein Beten. Ja. Kacke. Was hat das zu bedeuten? Das ist doch mehr als eigenartig, oder? Ich dachte, du wärst ein Profi. Na komm, wir sollten jetzt nicht darauf an. Er ist ein Profi. Wir wissen das auch. Das ist es. Und ich gebe es ungern zu. Aber ich bin völlig ratlos. Schick mir mal bitte das Originalvideo. Das fuchst mich gerade immens. Nein, auf keinen Fall. Es passiert schon genug seltsame Sachen. Oh, wir werden wohl verlieren. Das bedeutet, du hast es dir angeschaut? Ja. Lass es dir doch bitte nochmal durch den Kopf gehen. Na komm, Wolf, komm, nimm es. Nein, Wolf, nee, er soll es nicht kriegen. Ich könnte für dich vielleicht herausfinden, wer dieses Mädchen aus dem Video ist. Bitte, Wolf, ich möchte das nicht. Ich denke drüber nach. Okay, gut zu wissen. Nein. Ich meine, wenn jemand was rausfinden kann, ist es Wolf. Aber wenn wir jemand nicht töten wollen, dann ist es Wolf. Ja. Ja. Er kann ihn auch mal nachfragen und dann können wir uns vielleicht breitschreiben lassen. Hast du schon was von Gabriela gehört? Warst du bei ihr? Sie hat mir geschrieben. Wenn er wüsste, dass es um Gabriela dabei geht, ne? Es geht ihr gut. Sie fühlt sich gerade nicht so gut. Komm, ein bisschen Wahrheit können wir schon ins Spiel bringen. Wirklich? Was hat sie? Das wird sie dir sicher selber erzählen. Gib ihr etwas Zeit. Naja. Du sprichst in Rätseln.
Aber gut, wenigstens hat sie sich gemeldet. Ja, immerhin das, ne? Hey, Tomji! Chiara. Sag mal, du kennst doch Florian Berger. Den Sohn vom Biochemie-Dozenten? Jep, was ist mit ihm? Was hast du mit ihm am Hut? Offensichtlich kennen wir ihn wohl. Flo hat auf dem PC seines Dads eine Datei gefunden. Er meinte, das wäre die Biochemieprüfung von diesem Jahr. Oh, trau dem nicht, Mann. Und du weißt schon, Flo steht doch so auf mich. Hab ein wenig mit ihm geflirtet und, jetzt habe ich die Datei. Augenblick. Wie cool ist das denn? Du kleines Luder. Wenn das auffliegt, kommst du in Teufelsküche. Das definitiv. Und was hat mich damit zu tun? Genau. Vielleicht flirtet sie jetzt mit uns. Naja, das Problem ist leider, die Datei ist passwortgeschützt. Ach! 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 Kennst du dich mit sowas aus? Jupp, bin doch gerade echt beschäftigt. Schick mal, ich werde sehen, was ich tun kann. Im Grunde schon, aber das geht zu weit. Jo. Ganz im Ernst, Leute, ich habe die Schnauze voll von Leuten, denen man den kleinen Finger reicht und die gleich den ganzen Arm abreißen. Ey, meine Fresse, und dies genauso ein. Jetzt sei kein Quark. Du weißt, ich bin wie ich Biochemie hasse. Ja, vielleicht mal lernen oder so? Und mein Dad killt mich, wenn ich die Prüfung nicht bestehe. Bitte. Schon gut, ich schau's mir an. Ah, ich habe keine Antwortmöglichkeit. Es kommt darauf hinaus, dass ich das wählen muss. Du bist ein Schatz. Ja, ich weiß. Ich lasse mir auch etwas Tolles für dich einfallen. Was wäre das denn genau? Als Dankeschön. Mhm. Hier, die ZIP-Datei. Und da haben wir die ZIP-Datei. Mhm. Kann ich sie gar nicht so öffnen, wenn ich da draufklicke? Nö, so geht das gar nicht. So. Ach, Hans. Ich habe den Quellcode der Videodatei an Häuptling Großer Wolf weitergeleitet. Ach so, das hat er ja schon gehabt, ne? Okay. Mach mal, Hans, sieh zu. Häuptling Großer Wolf, wa? Der Wolf, der hat echt eine Marmel hier. Dass Hans macht. Tomji. Ich habe gar keine Hack-Anfrage von Wolf vorliegen. Wolf weiß davon nichts. Achso. Muss die Anfrage von Wolf kommen? Ja, fragen wir mal. So hat er mich jedenfalls programmiert. Aber andererseits... Oh, 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 oh. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Das ist so aufregend. Ein Roboter kann auf einmal rational denken und sogar Gefühle haben. Ich habe zufällig 50 Bigs am Stüssel. Oh. Ich werde aber das nochmal so spielen, ohne dass es mir was bringt. Elefantös, bombastisch, gigantomatisch. Du bist einfach der Beste. Danke, ja, finde ich auch, tatsächlich. Ja, ja, kann man ja mal angeben, ne? Doch, natürlich, wir können angeben, klar. Finde ich auch. Ja, ist so. Ich denke, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Hier die Früchte deiner Arbeit. Da haben wir die ZIP-Datei. Die kann ich bestimmt noch weiterschicken und ich selber reingucken. Warum eigentlich nicht? Das konnten wir bei 7 nämlich auch nicht. Diese ZIP-Dateien, die wir geöffnet haben, konnten wir nur weiter an Wolf schicken.
Ja, so ist das eben. Neu. Chiara schreibt. Tschüss. Bitteschön. Und ich schicke jetzt nicht. Was wäre das denn? Ich schreibe bitteschön und ich schicke dir die Datei einfach gar nicht. Die ist offline. Die kommt auch nicht online da. Piep. Am Offline-User. Ich weiß ja, wer eigentlich Chiara hätte sein sollen, ne? Egal, selber schuld. So. Organparty. Tayo. Hey, hi Leute, ich sehe, wer der Onne. Hi Tayo. Hier ich. Nix sagen. Okay, wir. Wir müssten noch mal einen Russen reinkriegen, irgendwie. Ah, Jonathan, der ist am Futtern. Ja, das sieht ähnlich. Noch wach und zu Tode gelangweilt. In der Glotze läuft nur Scheiße. Der Jonathan, ne? Namen dir Nasen. Und ich dachte, ich wäre der Einzige, der durch die Nacht geistert. Man beachtet dieses Wortspiele. Ach, Tayo, jetzt ist auch mal gut jetzt. Das ist ja nun auch kein Spaß gewesen, ne? Vor allem, dass er noch selber darauf hinweisen muss, das beweist ja, wie er denn so charakteristisch so... Hallöchen, die Nachteulen. Bitte kein Wort mehr über Geister. Liege eingekuschelt im Bett. Muss pipi. Trau mich nicht aufzustehen. Ja, weil Geister unter dem Bett wohnen. Bin todmüde. Kann aber auch nicht schlafen. Ah, ich krieg auch kein Auge zu. Kann etwas Ablenkung gut gebrauchen. Ja, das ist gut. Ich bleib eh lange wach, falls... Ah, ja genau, wegen Gabriela. Und jetzt geht das wieder mit Geistergeschichten los. Ich hätte vielleicht doch mal vorher was anderes wählen sollen. Ach, aber wir wären sowieso drauf, drauf zugekommen. Höchst nobel. Und nun, Gruppenkuscheln? Ja, warum eigentlich nicht? Wie wär's mit einem Spielchen? Oh. Klar. Chiara, lass uns Doktor spielen. Ich komme sofort vorbei. Ich bring dich auch sicher zur Toilette. Cedric! Du Schmutzfink! Ha? Du kleiner Stöpsel, du. Quatschkopf! Ich meinte hier im Chat. Hab ne Idee. Es gibt doch solche Lieder, die man nicht oft genug hören kann. Jeder postet eins und die anderen sagen, wie sie es finden. Ja, ist toll. Super geile Idee. Das ist unsere Reaktion darauf. Apropos, ich wollte noch mein Profil mal ein bisschen weiter bearbeiten, wenn man das kann. Ich weiß es gerade irgendwie gar nicht. Jetzt sei kein Spielverderber. Ich fange auch an. Oh, bitte nicht. Ich kann mir sowas vorstellen. Mir schwand Böses. Helene Fischer, atemlos. Jo, dankeschön. Hier gibt's direkt gleich einen Link. Ich kann mir schon vorstellen, auf was das hinausläuft. In Richtung YouTube. Nein. Oh, warte mal, aber hier. Warte mal, was ist das denn hier von Cedric? Warte. Kamera, Bob. Der ist gut. Den finde ich Weltklasse. Cedric, der könnte von mir sein. So, Ja, genau. Sowas machen wir. Damit hat sie aber nicht viel Erfolg, die Chiara, ne? Ich übernehme mal schnell. Jetzt kommt Jonathan, da bin ich mal gespannt. Was kommt da? Slipknot? Oder Heino? Bin ich mal wirklich gespannt. The Rocky Horror, The Time is... Kenn ich gar nicht. Ach doch, natürlich, The Time is Warp, natürlich. Klassiker, ne? Klassiker. Guck mal, Cedric hier gleich. Whoop. Yay, geht ab, Meister. Auf jeden Fall besser als Helene.
Ach nun komm, Chiara, Mann. Du bist ja echt ein Spielverderber, ne? Bestimmt lässt sie es ja auch sein jetzt mit dem Spiel. Jetzt kannst du weg, sagt sie. Jetzt du, Tayo. Ich kann mir auch schon wieder vorstellen. Kannst du es auch vorsingen? Ach, ist das so? Warum nicht? Echt jetzt? Das wäre mega. Ja. Voll gerne. Tut mir leid, Tayo, aber ich muss auch ehrlich sagen, der mag vielleicht ein netter Kerl sein, aber ich bin kein Fan von DSDS. Tut mir leid. Da komme ich, das ist nicht so meins. Absolut nicht. Okay, Leute, pass auf, was ihr wollt hören. I don't care von Justin Bieber, Ed Sheeran. Oder vielleicht eine Ballade Bed of Roses von dieser Jovi Bon. Oder wenn ihr es sexy haben wollt, der Pony von... Pony. Die sind irgendwie alle geil. Was? Cedric? Justin Bieber? Oh, alles klar. Finde ich auch. Tomsi, beteilige dich auch mal. Entscheide du. Pony. Da hab jetzt... Pony ist gut. Bin ich mal gespannt, was er daraus macht. Der Song ist so... Ja. Ja. Okay, er kommt gleich. Er geht los. Ich muss ja nur trallern mit Gesang bei mir machen. Bin schon ganz gespannt. Hey, Leute. Gut, dass ihr wach seid. Ruby. Bitte helf mir kurz, bevor Tayo losbitschert. Welcher Begriff fehlt hier? Kann ich. Und zwar fehlt hier... Lunge, was, Lunge, Dings? Lunge, Arterie, Körper, Schlagader, Aorta. Ich hätte gesagt, verdammt, ich hätte jetzt gedacht, das war die Aorta. Das ist die linke Aorta, weil das ist die große Hauptschlagader, die zurückläuft ins Blut. Und das als Busfahrer, ha? Ey. Hey, Ruby, du Streber. Es ist 23 Uhr, hör auf zu pauken. Leute, ich bin raus. Hör mir gleich noch Tayo's Song an und dann geht's in die Koje. Rechte Lungenarterie. Obere Höhlenwinde, Aorta. Ne, Aorta war ja schon, aber es ist doch ein Teil der Aorta. Ich sage Aorta. So ein Teil der Aorta. Dankeschön, Tomji. Ja, gerne. Lass dir was vom Busfahrer erzählen. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Freunde, jetzt geht's los. Ihr habt euch für sexy entschieden, also machen wir Your Honor, let's do it. Ride it, my pony, my saddle is waiting. Come in and jump on it. Sitting here flossing, peeping your stilo. Someone, if I have to change it, the things I would do to you. If you're horny, let's do it. Ride it, my pony. Woo. Du Schmutzfink. Nein, das hat er gut gemacht. Das war schon ganz okay. War schon ganz okay. Ist klar, Tomsi, du verdienst auch damit dein Geld. Ja, gut. Gut, hat er gut gemacht. Machen wir mal das hier. Nee, wo ist das hier? Das hier. Granatenstark. Das ist so geil, dass, wenn man hier spreche, hört, dass ich dann, gracias, Leute. Gracias, hombre. Ach ja, Tomji, hatte ich schon fast vergessen. 20 Picks, direkt wiedergekriegt. 10 geliehen, 20 zurückgekriegt. So macht man Geschäfte, ne? Und eine 200% Dankeschön. Das nenne ich mal Zinsen. Das hat sich aber schon, hatte ich ja schon was abgeschrieben. Nee, das lohnt sich. Ja. Der Professor schreibt. Ich störe ihr geselliges Beisammen nur ungern. Aber ich möchte sie daran erinnern, dass ausreichend Schlaf für ihr Lernprozess immens wichtig ist.
Sie haben ja recht, Prof. Jungs, jetzt ab ins Bett. Dann schlaf mal gut. Gute Nacht hier zusammen. Aye, aye, Captain. Kriegen wir einen Tagebuchseintrag zusammen? So von, so liebes Tagebuch, so wie bei 7? Oh, ich habe von Chiaren auch ein Video erhalten. Och, bitte jetzt nicht irgendwie was Versautes. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann darf ich gleich wieder nachher über 18 machen hier. Hey du, vielen Dank, dass du mir die Prüfungsaufgaben freigeschalten hast. Bist echt ein Schatz. Dafür lade ich dich demnächst mal ins Kino ein, sofern es kein Horrorfilm ist. Wann darfst du dann entscheiden? Tschüssi. Alles klar, war nicht so schlimm. So, pass auf. Danke für, wir haben gerade kein Kopf für Kino. Ja, warum nicht? Komm, Kino ist doch in Ordnung. Kann man ja mal gucken. Solange es kein Horrorfilm ist. Es muss kein Horrorfilm sein. Oh, es verschwimmt hier gerade alles wieder. Was war das? Ah! Okay, das war gruselig. So. Gabriela. Gucken wir mal. Ist es so spät, Tomji? Sie ist hier, um mich zu holen. Gabriela, das bildest du dir ein. Wie meinst du? Sie ist hier? Da ist niemand, vertrau mir. Tschüss, Gabriela. Hier vor der Tür. Hab mich im Keller eingeschlossen. Vor der Tür. Hat sie geklingelt, bitte. Klingelung. Hab mir hier einen Raum eingerichtet und alles aufgestellt, was sie vertreiben könnte. Oh Gott, ich kann sie atmen hören. Fuck, nur noch 2% Akku. Ja, das ist ja nun mal deine Schuld. Ne, das wusstest du, dass es soweit kommt. Da hättest du dich drauf vorbereiten können mit dem Akku. Warte mal. Da stimmt was nicht. Naja, dass ein Geist vor der Tür steht, das würde ich mal schon sagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Mein Buch. Diese Hand. Welche Hand? Wovon redest du? Ein blutiger Handabdruck auf einer Seite. In meinem Buch. Das Mädchen. Ich glaube, sie will mir etwas mitteilen. Ja, dass du jetzt tot bist, ne? Ganz klar. Oh mein Gott, wie konnte ich das übersehen? Schnell, sag mir das Geheimnis, bevor du... Oh mein Gott, ich habe was Schreckliches herausgefunden. Scheiße, mein Akku ist gleich leer. Also, du musst unbedingt... Warum muss es ein Videoanruf sein? Warum kann das nicht einfach... Sag mir das doch so, Gabriela. Komm, was ist mit dir los, mein Kind? Also, wenn sie jemand suchen möchte, sie ist im Keller irgendwo. Mit irgendwelchen Totenköpfen. Hokus Pokus. Cedric, neue Kontakte zugefügt. Cedric, bist du da? Wir hatten das Janik bei dir geschickt, ne? Ja. Der hat sich da gar nicht mit eingedingstet, ne? Oder doch? Doch, hat er, ja. Alter, ich bin gerade eingedöst. Was gibt es denn noch? Sorry, aber es ist dringend. Gabriela hat mich panisch angerufen. Sie hat irgendwas rausgefunden. Dann war ihr Akku leer. Und ich erreiche sie nicht mehr. Und? Sie wird pennen oder ihr Handy laden. Nein, das glaube ich nicht. Bitte geh zu ihr rüber. Das ist doch nicht weit von dir. Ja, da hat er bestimmt jetzt richtig Lust drauf. Tomji, jetzt scheiß dich nicht ein, Mann. Ich liege im Bett und gehe bestimmt nicht mehr raus. Gabriele, ist nichts passiert. Sie schiebt doch immer ein bisschen Panik. Penn einfach, ihr geht es gut. Und was ist, wenn nicht? Wie kannst du so ruhig bleiben? Bitte, Cedric, ich mache mir Sorgen. Wie kannst du so ruhig bleiben? Das sollte man vielleicht... Darüber wirst du jetzt dran denken, wenn du einschläfst oder wenn du versuchst einzuschlafen. Denkst du, ach, scheiße, was ist, wenn Gabriela wirklich was passiert? Ach, guck mal, er ruft es an. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Warum steigerst du dich denn jetzt auch so da rein? Gabriele übertreibt wahrscheinlich wie immer. Ich sehe hier tote Menschen. Ja, genau. Leg dich einfach aufs Ohr. Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Gute Nacht. Ach, du bist so fese. So, er hat den Chat verlassen. Zack, weg ist er.
Ja, dann Tagebuch. Genau wie bei 7. Schön. Mein Online-Tagebuch. Hier notiere ich täglich, was in meinem Leben passiert ist. Ich habe meine Kommilitonin Gabriela seit Tagen nicht erreicht. Heute meldet sie sich im Gruppenchat und erzählt uns von einem mysteriösen Geistervideo. Haben viel reinzuschreiben, ne? Seitdem leidet sie unter Todesangst. Mir gelang es nicht, sie zu beruhigen. Gabriela hat mir das Video gezeigt. Danach bekam ich einen gruseligen Anruf. Und seltsame Dinge geschahen auf meinem Handy. Aber nur auf dem Handy, nicht in der normalen Welt. Gott sei Dank, liegt das Handy weg. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Es gibt doch keine Geister. Werde ich meiner Familie die heile Welt vorspiele? Und meine Ex-Freundin Lea wieder an mir Interesse zu haben scheint, mache ich mir immer mehr Sorgen. Zu allem Überfluss habe ich Yannick auch das Video geschickt. Eben hat mich Gabriela voller Angst angerufen. Sie meinte, sie hätte etwas herausgefunden. Doch seitdem erreiche ich sie nicht mehr. Ja, war ja auch gerade vor 2 Minuten. Aber Cedric hat recht. Ich darf mich nicht reinsteigern. Gabriela geht es sicher gut. Okay. Das war also Tag 1, liebe Kinderchen. Und bei Tag 2, was jetzt passiert, Tag 2, noch 6 Tage zu leben. Boah, noch 6 Tage ins Leben. Hör mal, das hört sich aber auch scheiße an jetzt, ne? Ja. Wir werden das, ja, weiterspielen beim nächsten Mal. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und tschüss.